geht es mal darum, wie ich FreeCAD anpassen kann, dass ich damit eine Einführung ins CAD machen kann. Also mit einer möglichst einfachen Oberfläche. Ich habe mal so eine Oberfläche vorbereitet. Die sieht also so aus, dass wir sagen, in der ersten Stunde führen wir ein neues Dokument wird erstellt, zwei Körper, ein Quader und ein Zylinder werden erzeugt und die beiden werden bewegt. So, das wäre also das Menü für die erste Stunde. Und dann geht's mal los. Neues Dokument wird erzeugt. Dann ein Objekt. Und jetzt kann ich einfach Standardfunktion nehmen, kann das Objekt hier mir anzeigen lassen. Zylinder dazu. Und dann habe ich die altbekannten Befehle aus dem Draft-Modul mit Move. Ich wähle also hier ein Objekt aus. Move. Das Objekt bewegen und genauso gut geht es Rotate. Also auch hier einfach bewegen. So, das wäre die erste Stunde. Bei der zweiten Stunde sage ich dann, es gibt jetzt eine neue Funktion, die wäre jetzt Klon. Um also eine Kopie von einem Objekt zu erzeugen. Dann habe ich hier einen Klon und den kann ich dann einfach auch wieder bewegen. Könnte dieses Objekt klonen. Könnte dieses Objekt dann rotieren. Wie sieht die Konfiguration aus? Ich kann also aus dieser Unmenge an Funktionen, die ich im FreeCAD gibt, mir ein paar raussuchen und habe für den Fall, den wir jetzt hier sehen, mal folgenden Aufbau. Die erste Schullektion besteht also aus zwei Draft-Befehlen, aus dem Move- und Rotate-Befehl. Den gebe ich hier entsprechende Namen. Ich habe dann auch einen Befehl, mit dem ich mir eine Box erzeugen kann. Hier kann ich die Farbe festlegen. Das sind übliche Dinge, die man aus der Programmierung her kennt. Genauso für den Zylinder. Und was ich hier mache, ich gebe den hier auch nochmal einen Anker. Und in der zweiten Lektion kann ich dann einfach suchen, Move und Rotate kenne ich ja schon. Da verweise ich einfach drauf über den Zeiger. Und Klon kommt als neuer Befehl dazu. Und was ich jetzt auch machen könnte, das habe ich jetzt mal ausprobiert, wäre, dass ich die Funktionen jetzt mit Taste hinterlege. Also wer Blender kennt, weiß, dass da der Verschiebebefehl eben die Tasten G hat und Rotation hat die Taste R. Das lege ich so fest. Und jetzt muss ich das hier einfach mal ausführen. Das heißt, hier ist es momentan so, das habe ich jetzt nicht ständig im Betrieb, sondern erst in der Testphase. Aber ich kann jetzt hergehen und könnte also einen Eventfilter starten. Und wenn der jetzt läuft und ich wähle mir ein Objekt aus und ich sage G, dann kann ich das verschieben. Und ich kann ein zweites Objekt hier nehmen, R, und kann das drehen. Das heißt, für alle die, die Blender kennen, ist es jetzt überhaupt kein Problem, auf diese Oberfläche umzusteigen. Im Prinzip ist es auch möglich, da muss noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden, dass man die Tastenbelegung eben blendergemäß macht. Das heißt, die rechte Taste ist zur Auswahl von Objekten und nicht wie in den meisten anderen Programmen die linke Taste.